Willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir befinden uns weiterhin in Melee Island. Ich guck mal auf meine To-Do-Liste, um mich selber daran zu erinnern, was wir eigentlich machen wollten. Okay, also wir haben noch so ein paar Probleme, bei denen wir irgendwie weiterkommen müssen. Das erste wäre Whiteys Schlüssel, den kriegen wir, wenn wir mehr Schlüssel haben als sie. Bella Fischers goldener Schlüssel, da müssen wir noch weitere Flaggen finden. Zwar die aus dem Museum, ist irgendwie weggeschlossen, da habe ich noch keine Idee. Und vom Quarantäneschiff, da müssen wir vorher von Stan das Infoblatt modifizieren lassen. Wir müssen den Wettbewerb der Herzhaftigkeit gewinnen. Das ist, glaube ich, das Realistischste, was als nächstes ansteht, weil da würden wir den Schlüssel bekommen, könnten mit Whitey reden. Und wir haben auch die Fische. Mir ist noch nicht klar, wie ich das machen soll. Da würde ich im Zweifelsfall auch mir einen Tipp für abholen, glaube ich, aus dem Tippbuch, weil ich finde, meine Lösung ist eigentlich logisch. Wir würzen die Fische, die wir ihr unterjubeln. Wir holen uns einen Fisch aus unserem Mantel raus, den wir nicht gewürzt haben. Ich weiß aber nicht, wie ich dem Spiel beibringe, dass ich das machen möchte. Der Schlüssel von Terror Island, dafür müssen wir irgendwie unter Wasser Licht behalten. Da habe ich auch noch keine richtige Idee, aber vielleicht haben wir da inzwischen irgendwas im Inventar. Und wie wir Elaine und Stan zusammenbringen, weiß ich auch noch nicht genau. Da müssen wir vielleicht nochmal mit Elaine reden, jetzt nachdem wir zu Stan durchgekommen sind. Entweder schmuggeln wir sie ins Gefängnis oder Stan raus. Okay, dann wollen wir das mal angehen. Was habe ich jetzt gesagt, will ich als erstes machen? Den Essenswettbewerb, genau, okay. Vielleicht auf dem Weg noch bei Elaine kurz vorbei. Also, ich gucke gerade nochmal in den Fischladen. Ich gucke nochmal in unser Inventar rein. Wir haben jetzt die nachgemachte Flagge und die echte, eine echte Flagge. Es ist eine von Bella Fischers Flaggen, etwa 40x40 und voller Löcher. Die kann ich bestimmt mit meiner Seekarte benutzen. Yep. Ich habe die Flagge über die Karte gelegt. Ich kann Teile der Karte durch die Löcher sehen. Vielleicht brauche ich mehr Flaggen. Ja, genau, korrekt. Und warum soll das mit der Nachbildung nicht gehen? Der kann uns doch bestimmt irgendjemand größer machen. Diese nachgemachte Flagge passt nicht ganz. Ich brauche die echte. Also die kann man doch hochskalieren, wenn man jetzt hier zu einem Kartenmacher geht. Okay, der Kartenmacher ist entführt. Okay. Müssen mal gucken, ich kann die Flaggen miteinander kombinieren. Diese nachgemachte Flagge passt nicht ganz. Ich brauche die echte. Habe ich verstanden. Ich habe noch Stats. Ah, die Zahnbürste wollte ich ihm doch geben. Habe ich ganz vergessen letztes Mal, als ich ihn getroffen habe. Vielleicht kommt er dann ja auch raus. Wenn er sagt, jetzt hätte ich endlich mal. Ach, keine Ahnung, warum er dann rauskommen sollte. Aber ich habe die Zahnbürste geholt, also kriegt er sie auch. Was haben wir noch dabei? Dämonenpfeffer für die Fische, die Notizen für den Tunnel, die Lampe kriegen wir. Also ich bin noch nicht sicher, ob wir die Lampe irgendwie wasserdicht machen oder eine andere Unterwasserlichtquelle brauchen. Wir haben den komischen Kugelfisch, den wir aufpusten können und dann rülpsen. Keine Ahnung, wofür der da ist. Wir haben einen leeren Grog. Ich glaube nicht, dass wir den Grog noch brauchen. Den haben wir ja schon genutzt. Ja, okay. Na gut, gucken wir mal. So richtig gute Ideen habe ich noch nicht. Ich springe direkt raus auf die Karte, wenn ich die richtige Taste dafür treffe. Ich rede kurz mit Elaine. Dann bringe ich Stan seine Zahnbürste, gucke mir noch den Fluchttunnel an. Und dann mache ich das mit dem Essenswettbewerb. Hast du zufällig das Erdbeben gespürt, während du auf Monkey Island warst? Ja. Ein wenig. Ich dachte, das hast du vielleicht. Könntest du zum Eissteinbruch auf Bermuda kommen, um mit Stan über dein Flugblatt zu sprechen? Oh nein, da kann ich nicht hin. Das sieht nicht gut aus. Er muss hierher kommen. Aber es ist ein Gefängnis. Und dass er es nicht verlässt, ist sozusagen die Hauptidee. Wie lange dauert es, bis er raus ist? Ein Monat. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, also die will nicht hin, das habe ich mir schon gedacht. Wir müssen schon Stan da rausholen. Okay, ich könnte mit dem Richter... Vielleicht ist es gar nicht so doof, mit dem Richter zu reden und den Beschluss... Oder können wir den Beschluss manipulieren? Haha, warte einen Moment. Wir haben doch hier, das ist doch die von Stan, ja. Das ist die richterliche Anordnung für Stans Inhaftierung. Da steht, dass er nur noch einen Monat hat. Können wir die modifizieren? Nein. Aber vielleicht kann der Richter die modifizieren und dass Stan dann denkt, oh Gott, das ist so lang, ich muss unbedingt ausbrechen. Gut, dann fahren wir nach... Mit dem könnte ich auch noch mal reden. Fahren wir nach Bermuda. Und gehen in den Eissteinbruch.
Ah, lass uns kurz zum Richter gehen, wenn wir schon hier sind. Ich weiß immer noch nicht, warum ich die Eisstatue da geschmolzen habe. Will ich das Stern unterjubeln? Ha, vielleicht. Vertriebs- und Marketingleute wie Stan sind ein Schandfleck für die Gesellschaft. Aber ein Monat war alles, was ich ihm geben konnte. In dem Fall fehlte es an Beweisen. Wenn es einen rechtskräftigen Beweis gegeben hätte, hätte ich 10 Jahre ohne Chance auf Bewährung gegeben. Er hat mir einmal ein undichtes Schiff verkauft. Zählt das? Das Gericht entscheidet nicht zulässig, da die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Die Sitzung wird vertagt. Okay, okay. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Papiere aus seiner Kiste seines Buchhalters dem Gericht vorgelegt werden und dann wird er verknackt für lange Zeit. Okay, ich bringe trotzdem mal seine Zahnbürste. Weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat. Und ich möchte einmal noch den Fluchttunnel angucken. Was ist los, Stan, direkt hier raus. Man. Hier, Stan, ich glaube, das ist deine Zahnbürste. Süßer Lebkuchenkuchen, das ist die alte Bessie, ganz recht. Ich bin dir sehr dankbar. Ah, das war einfach nur ein Achievement, das ich dafür bekommen habe. Der Dental Samaritan. Ich glaube, dann fliehe ich mal durch den Tunnel. Ah, hier kommt man raus. Auch gut. Das ist der geheime Tunnel zum Eissteinbruch. Das ist auch eine Abkürzung, um in den Steinbruch reinzukommen. Gut, warum nicht? Dann wollte ich eben noch einmal gucken, ob ich während des Duells pfeffern kann. Ich glaub's ja nicht. Den Kugelfisch hatte ich auch schon ausprobiert. Den konnte ich auch nicht drauflegen. Kann ich Pfeffer in den Eimer machen? Nee. Es ist ein leerer Eimer, aber er riecht ziemlich fischig. Okay, Fische rein. Aber sobald ich einen nehme, ist es vorbei, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist ein dämliches Rätsel. Jeder von ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Ja, sie hat halt direkt, sie hat einfach direkt einen Fisch genommen. Kann ich das nicht mehr würzen. Der sieht gut aus, relativ gesehen. Und jetzt möge das Essen beginnen. Wir hatten das auch noch nie ohne Dämonenpfeffer. Das heißt, wir haben noch nie gesehen, wie wir normal verlieren. Aber ich merke schon, dass Guybrush kein großer Fan von Krötenfischen ist. Die Schuppen sind wie Fingernägel. Meine Damen und Herren, die Gewinnerin und amtierende Champion, Königin Odina. Ja, ja, okay. Und meine Fische? Sind noch da, okay. Ja, keine Ahnung, wie die sich das denken. Keine Ahnung. Buchhalter, habe ich gesagt. Dann würde ich mir den noch kurz anschauen. Hotkey zur Karte und auf nach Bare Bones. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Okay, habe ich schon versucht, die Seriennummer von dieser Kiste anzuschauen. Es gibt nichts zu sehen, außer einer Menge Korrosion. Ich glaube, das habe ich probiert. Lass das in Ruhe! Vielleicht, wird er uns helfen, wenn wir dafür sorgen, dass Stan dafür dann lange weggesperrt wird. Du hast nicht zufällig irgendwelche Geschäftsunterlagen, die einen Stan S. Stanman betreffen, oder? Was? Wer hat dir das gesagt? Das kann ich nicht bestätigen. Ich werde den Besitz von belastenden Dokumenten weder bestätigen noch leugnen. Ich meine, es ist sowieso egal. Stan sitzt eine lange Strafe ab. Es gibt keinen Grund für weitere Beweise gegen ihn. Einfach keinen Grund. Doch. Du bestätigst also, dass du den Besitz von Stans Unterlagen bestreitest? Was? Ja, ich meine, nein, ich bestätige nichts. Was macht das für einen Unterschied? Stan verbüßt bereits eine lange Strafe. Es gibt keinen Grund für weitere Beweise gegen ihn. Achso, ja, ich kann natürlich, sorry. Ich dachte gerade, ich kann ihm einfach erzählen, dass Stan nur einen Monat sitzt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich einfach den richterlichen Beschluss hier zeigen. Er sitzt für viele Jahre im Gefängnis. Dieser Gerichtsbeschluss im Verfahren gegen Stan S. Stanman könnte dich interessieren. Oh, was ist das?
Nur ein Monat? Oh nein! Nimm diese Unterlagen! Bring sie zum Gericht auf Bermuda! Sie werden wissen, was sie mit ihnen machen sollen. Das ist eine sehr schädliche Sache. Stan wird mindestens 10 Jahre bekommen. Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber ich muss fürs Zeugenschutzprogramm packen. Oh Gott! Sehr gut. Die Finanzunterlagen hätten wir. Wo sind eigentlich meine neuen Quizkarten? Habe ich noch irgendwelche Quizkarten, die ich noch nicht beantwortet habe? Ah, Kiste im Laderaum. Das wollte ich ja noch nachschauen. Okay. Ja, aber damit hätten wir hier bekommen, was wir... Ah. Kann ich dir beim Packen helfen? Ich komme schon klar. Bring die Beweise einfach vor das Gericht auf Bermuda. Okay. Aber erst ganz kurz, jetzt wo wir schon da sind, gucke ich mal in den Laderaum rein. Oh, jetzt bin ich auf die Seamarkie gegangen. Das ist auch noch lustig. Die wird irgendwann noch benötigt. Haben wir hier eine Quizkarte? Sieht nicht so aus. Chucks Piratenschiff. Ins Schiff, in den Laderaum. Das ist einfach nur ein X. Okay, ja. Habe ich nicht gut genug aufgepasst. Aber bei solchen Sachen bin ich eh immer schlecht, mir solche Dinge zu merken. Solche auf den ersten Blick unwichtigen Details. Ich habe nur dann ein gutes Gedächtnis, wenn mir jemand sagt, ich soll mir Dinge merken. Okay, dann fahren wir hoch nach Bermuda. Ins Stadtzentrum. Auf zum Richter. Herr Richter, sehen Sie mal. Euer Ehren, ich reiche diese Tasche voller belastender Finanzdokumente als Beweisstück A im Fall Alle gegen Stan ein. Die Beweise sind eingegangen. Das Gericht verlangt, dass Ned Filigree eine eidesstattliche Erklärung abgibt, wenn diese Beweise akzeptiert werden sollen. Ah, natürlich. Könnte euer Ehren bitte das Statut zitieren, das eine eidesstattliche Erklärung in folgenden Fällen verlangt? Statut 7, Abschnitt H, Unterabschnitt G, in Klammern E. Ich verstehe. Und Abschnitt U, in Klammern E, in Klammern II, Unterabschnitt A, in Klammern B. Okay. Und Abschnitt L, in Klammern M, Unterabschnitt AA. Ich ziehe die Frage zurück. Okay, Für das Gericht kann ich erklären, dass ich Ned Filigree bin. Dieses Gericht kann anhand von Zolldokumenten feststellen, dass mein Name tatsächlich Herr Guybrush Threepwood ist. Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen. Das Gericht kann diese Dokumente nur akzeptieren, wenn sie von einer eidesstattlichen Erklärung der Person begleitet werden, die rechtlich Ned Filigree ist. Die Sitzung wird vertagt. Kann ich meinen Namen ändern lassen? Darf ich an den Tisch herantreten, euer Ehren? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz... Euer Ehren. Vertriebs- und Marketing... In dem Fall, wenn es einen... Die Sitzung wird... Okay, er hat nichts mehr dazu zu sagen. Na gut, also muss ich Ned Filigree doch wieder herbeschaffen. Ist ja nervig. Welche neuen Quizkarten? Quizkarten? Warum gibt es diese Fackel hier? Was haben die Fackeln zu bedeuten? Keine neuen Quizkarten. Tja. Na gut, dann fahre ich halt nochmal zu Ned Filigree rüber. Gucken wir mal, was der dazu sagt. Der wird nicht begeistert sein. Ah, er ist weg. Mir die Insel jetzt, wo niemand mehr hier ist, noch kleiner vor. Natürlich ist er weg. Mal gucken. Ha! Ob dem Gericht sowas reicht? Ich weiß nicht. Es ist jetzt ja. Okay, also ich meine. Das bringt wahrscheinlich nichts, ist ja jetzt keine eidesstattliche Erklärung. Aber interessant ist es trotzdem, dass wir hier ein Bild von ihm und Stan dann haben. Und... Was uns das jetzt bringt, weiß ich aber nicht. Also ich würde es dem Gericht einfach mal vorlegen.
Tut ja nicht weh. Außer, dass es ein bisschen Zeit verbraucht, hier hin und her zu reisen. Das wäre dann Stadtzentrum. Gerichtsgebäude. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Hier steht eine Menge Müll drin, aber ich glaube, ich sehe den Beweis, der Stan für eine lange Zeit hinter Gitter bringen wird. Okay, kann ich meine Zolldokumente noch fälschen? Ich nehme an, nein. Ich komme ja auch nicht mehr in die Zollkontrolle rein. Okay, also muss ich wohl rausfinden, wohin der geflohen ist. Ich würde jetzt nochmal einen Blick auf Terror Island, glaube ich, werfen, weil da war ich schon eine Weile nicht mehr. Und ich würde einfach gerade noch einmal alle Orte, die es hier gibt, abgehen. Gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Ein alter Stein und Gestrüpp. Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich gehe besser weiter. Wie viele Fragen enthält das Zollformular von Bermuda? Das ist ja leicht. 33. Weiß doch jeder. Felsiger Strand. Felsiger Strand? Ah ja, das ist dieser Eingangsbereich, ja. Mit Dornen und dem Schild. Scharfe Dornen. Dornen berühren? Ah, Papa Pichu, das tut weh. Papa Pichu. Ich hoffe, sie sind nicht giftig. Das ist ein Throwback zu Monkey Island 3. Papa Pichu. Okay, bizarrer Hain. Quizkarte. Das ist ein nur eine Sackgasse. Klingt ein bisschen gruselig. Reich für Quizkarten hier. Wie viele Schiffsmasten sind auf der Straße mit dem schlafenden Piraten zu sehen? Was für ein schlafender Pirat? Goldene Mitte. Nein, drei. Ja! Ich weist mich bitte darauf hin, wenn wir jemals diesen schlafenden Piraten sehen, weil ich habe keinen Plan. Geheimnisvolle Lichtung. Auch hier wieder eine Quizkarte. Schleimige Grotte. Ja, aber hier ist auch nichts. Wo befindet sich Cork Island? Cork Island? Irgendwo ein Mythos, eine Legende. Das ist ja quasi, das ist eigentlich fast das Gleiche. Ich weiß nicht, wie sich das hier unterscheiden sollte. Sie wurde von der Geschichte vergessen. Irgendwo. Cork Island? Sagt mir nichts. Ist aber offensichtlich nicht irgendwo. Tja, und damit wären wir hier. Wenn ich jetzt die Höhle hier betrete, komme ich dann direkt durch das Labyrinth durch. Ja, tue ich. Okay. Kritzelte Nachricht. Die Grube der Qualen liegt vor dir. Es sieht echt tief aus. Was haben wir dabei, was uns hier irgendwie helfen könnte? Nicht, wenn ich die Lampe in der Hand halte. Eigentlich nichts. Kann ich mit irgendwas mit dieser Lampe machen? Ich mache einfach nochmal den Kombiniere alles mit allem Trick. Fischwürzen, ja. Okay. Wüsste aber nicht, was uns der leere Krug zum Beispiel hier helfen würde. Streichhölzer, die. Das ist bereits angezündet. Aber die funktionieren ja nicht unter Wasser, hieß es in der Beschreibung. Ich meine, ich probiere sie gleich nochmal. Und selbst dann wird die Lampe ja unter Wasser nicht brennen, weil Wasser reinkommt. Also eigentlich müsste ich die Lampe irgendwie abdichten, wenn das ein logisches Rätsel sein soll. Habe ich die gerade alles schon probiert? Weiß gar nicht. Ja, da wird nicht mehr viel bei rumkommen. Achso, die Cracker würzen, ja.
Ich hätte schon gern die Cracker gewürzt und dann den Papageien gegeben. Nee, okay, also, ich springe jetzt rein. Es sieht echt tief. Also, los geht's. Die Lampe. Oh nein. Geht aus. Die Lampe geht aus. Das hätte ich kommen sehen müssen. Wasser, unter Wasser leuchtet sie nicht. Ja. Unter Wasser leuchtet sie nicht. Ja. Ja, so bin ich zu erfahren. Hilfe! Teleportieren wir uns raus. Dann. Das war knapp. Ich muss mir merken, dass Feuer unter Wasser nicht brennt. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Ist das ein Tipp? Ist das in irgendeiner Form ein Tipp? Gibt es irgendwas, was unter Wasser brennt, was wir bisher gesehen haben, was wir hätten mitnehmen können? Irgendwas Geisterhaftes? Ich gucke nochmal bei Chucks Schiff vorbei. Der hat auch Laternen hier. Vielleicht eine dichtere Laterne. Vielleicht hat Apple Bob was. Nicht den Kopf hängen lassen. Flambé. Flambé brennt unter Wasser. Das ist immer noch nicht lustig. Ja, ja, das war doch der Tipp. Die haben doch die ganze Zeit gesagt, dass Flambé unter Wasser brennt. Wenn man Schiffsreparaturen unter Wasser macht, dann nutzen sie Flambé, weil er unter Wasser brennt. Ich möchte ihn nicht aufwecken. Ich möchte ihn doch aufwecken. Ich brauche seine Flamme. Ich brauche sein Feuer. Ich brauche, hey, eine Quizkarte. Die Katze auf das Schiff. Kratzbürste. Ich möchte ihn aufwecken. Was heißt hier, ich möchte ihn nicht aufwecken? Ja, kann ich die Lampe mit Dämonenfeuer anmachen? Ich bin sicher, er hat nichts dagegen, wenn ich mir etwas Dämonenfeuer ausleihe. Ah, so geht das. Okay. Ja, das fand ich jetzt mal ein schönes, richtig gutes Rätsel eigentlich, weil es hat ein bisschen gedauert, bis ich draufgekommen bin. Aber es waren Hinweise dafür da. Sie haben das mehrfach erwähnt. Und es ist durchaus logisch. Und es ist auch in dem Moment, wo man runtergeht, ich muss mir merken, dass Feuer nicht unter Wasser brennt. Das gibt nochmal einen Hinweis drauf. So muss ein gutes Rätsel sein. Man kommt auf den ersten Blick nicht drauf, aber dann, wenn man drüber nachdenkt, sich überlegt, was habe ich schon alles gesehen, was wurde schon so erwähnt, dann kommt man drauf, was zu tun ist. Bestes Rätsel. Okay, was wollen wir dann nochmal gucken? Vorausgesetzt, das funktioniert jetzt auch, aber ich meine, davon ist auszugehen. Also, los geht's. Okay, dann wollen wir uns hier unten mal umschauen. Ganz schön dunkel dort hinten. Und in die Richtung. Rippen. Wenn ich diese Rippchen sehe, bekomme ich Hunger. Jemand hat seine Knochen vergessen. Ich gehe noch mal kurz zu dem Moment. Hier geht's weiter. Da geht's raus. Möchte einmal zu dem, ist es ganz schön dunkel da hinten noch. Ich glaube, ich gehe lieber nicht zu nah ran. Ich schmecke wahrscheinlich köstlich. Okay, gut. Und der Anglerfisch tut uns auch nichts, zum Glück. Okay, haben wir es durchgeschafft. Das muss jetzt hier aber auch der Schlüssel sein. Oh. Da steht, Warnung, es ist ein langer Weg nach unten! Hey, Herman! Oh, gut, dass du auf meinem Bett gelandet bist. Herman Toothrot? Ich glaube schon. Es ist schon eine Weile her. Wie ist es dir ergangen? Na ja. Bist du schon sehr lange in dieser Höhle? Na, nicht aus geologischer Sicht. Gemessen an der Gesamtzahl der Jahre, die die Höhle existiert, wäre das eine kleine Zahl. Auf einer menschlichen Ebene jedoch? Ja! Das hängt von deiner Perspektive ab. Okay, okay. Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Das klingt wie etwas, das ich vielleicht mal in einem Buch gelesen habe. Bist du eine fiktive Figur? Nicht, dass ich wüsste. Ah, eigentlich schon. Machen dir all die seltsamen Schreie in den Höhlen Angst? Oh, das bin ich. Nur ein bisschen leichte Unterhaltung und Wohlfühlarbeit. Urschreien ist sehr therapeutisch. Probier es aus. Ah! Du hast recht, das fühlt sich gut an. Wie kommt man aus diesem Ort heraus? Normalerweise tut man das nicht. Aber ich habe doch das Teleportschild. Dann kann ich Herman wenigstens mitnehmen. Kann ich irgendwas für dich tun? Mich rausholen wäre schön. Okay, wir gucken erstmal, was wir alles haben. War das mal eine Lampe? Na, nachdem ich etwa 3 Tage hier war, ist das Öl ausgegangen. Und dann ist sie ein bisschen kaputt gegangen.
Ich habe sie zum Rattenfangen benutzt. Oh ja. Fängst du mit dem Ding viel? Nein, nicht Ding. Das mag er nicht. Er heißt Karl. Karl die Rattenfalle. Was sind das für Kritzeleien? Mein neo-utilitaristisches Manifest. Nette Aussicht. Danke sehr. Okay, wo wäre so ein Schlüssel? Der wäre doch unter seinem Kissen. Das sind große, flache Felsen. Hättest du das Bett nicht aus etwas anderem machen können? Das sind die weichsten Felsen, die ich finden konnte. Wenigstens sind sie flach. Wenigstens ist ein wenig Moos darauf zu sehen. Ja, es gäbe noch mehr. Aber es schmeckt gut. Und eignet sich als Ohrstöpsel. Möglicherweise, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Das ist hier... Ist das John Laney? Was war das mal? Das ist das Cover eines Buches, das ich Am Ende der Planke, Am Ende der Planke. Das meinte ich. Warum nur noch das Cover? Möchtest du das Original haben? Ach, das haben wir nicht mehr dabei. Eine Lampenrattenfalle ist ziemlich raffiniert. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen. Es gibt keine Lampenratte. Okay. An deiner Stelle würde ich da nicht hochklettern. Die lauten Skorpione leben dort oben, seit sie alle Riesenspinnen gefressen haben. Na, natürlich kamen die Spinnen nur, um alle Aalwürmer und Tausendfüßer zu fressen. Mhm. Die Bedürfnisse der vielen mögen die Bedürfnisse der wenigen überwiegen, aber überwiegen die wenigen Bedürfnisse der vielen die vielen Bedürfnisse der wenigen? Das ist philosophisch. Wie hast du das ohne Lampe geschrieben? Hab ich nicht. Das ist alles von meinen ersten 3 Tagen hier. Die Bedürfnisse der wenigen überwiegen manchmal die Bedürfnisse der vielen, aber das Gewicht der vielen überwiegt das Gewicht der wenigen. Ach so, der Schlüssel ist einfach hier. Es ist ein goldener Schlüssel. Nehmen. Nicht anfassen. Das ist ein goldener Schlüssel. Vielleicht. Es ist meiner. Lass uns einen Handel um den Schlüssel machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn aus einem bestimmten Grund wollte. Aber ein Jahrzehnt in einer dunklen Höhle kann deinem Gedächtnis ganz schön zusetzen. Also, hol mich hier raus und dann überlasse ich dir den Schlüssel. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Dass ich den Schlüssel habe, ist für das Allgemeinwohl. Sicherlich für dein Allgemeinwohl. Wenn du mir den Schlüssel überlässt, hole ich dich aus der Höhle heraus. Das klingt gut, solange die Flucht zuerst kommt und der Schlüssel... Na gut, wir können ja mal gucken, ob wir uns zusammen teleportieren können. Gib mir einfach den Schlüssel. Nein! Erst der Schlüssel, ich komme gar nicht raus aus diesem Dialog. Erst die Flucht, dann der Schlüssel. Gib mir diesen Schlüssel! Nein! Ich brauche ihn! Das kann nur übel enden. Hoppla! Ich bin gespannt, wie du uns jetzt hier rausholen willst!